Herzlich willkommen, lieber Löwe. Ja, geht es dir gut? Ich hoffe schon. Ich schaue hier mal, was so diese Woche auf dich zukommen wird. Und ja, für die erste Dezemberwoche. Und dann beginne ich mal gleich. Und ja, bitte das Universum um eine Energie für dich, lieber Löwe. Eine Karte ist schon herausgesprungen, König der Kelche. Jemand ist hier wirklich sicher, wirklich Gefühle für dich zu haben. Also eine Person wird hier klar werden, auch klar werden. Ja, dass es hier mehr braucht, um mit dir etwas zu beginnen, um dir näher zu kommen. Also es braucht da mehr. Und diese Person hatte sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht so viel Tatendrang, war nicht so mutig und war vielleicht so in einem Rückzugsmodus. Und dieser Person wird das dieser Woche bewusst werden, dass hier wirklich das Handeln wichtig ist, dass diese Person handeln muss. Und ja, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Oh. Der Hierophant. Ja, es kommt mir hier so vor, eine Person wird hier bewusst werden, dass es mit dir nur möglich ist, ein Zusammensein mit dir nur möglich ist, wenn man wirklich wie soll ich sagen, liebevolle, familiäre Werte mit hineinbringt und auch diese wirklich möchte leben für ewig lang. Das wird dieser Person bewusst werden und diese Person wird auch so auf dich zukommen. Genau, weil es dieser Person nicht nur bewusst wird, sondern diese Person wird auf dich zukommen, weil diese Person schon lange darüber nachgedacht hat, wie kann ich Löwe für mich gewinnen? Was braucht Löwe? Was will Löwe in seinem Leben? Und diese Person hat jetzt wie eine Verbindung zum Universum, also dieser Person ist es jetzt einfach klar geworden, aha, das braucht Löwe, das ist das, was Löwe möchte, sonst wird nichts werden hier, ja. Und ja, diese Person will etwas Ernsthaftes hier mit dir, das auf jeden Fall. Was haben wir noch? Oha, die Sonne. Also, was ich hier so spüre, ist wirklich, dass was soll ich hier noch eigentlich sagen? Also, lieber Löwe, irgendwie habe ich schon auch das Gefühl, das ist hier wie schon alles gesagt. Also, diese Person spürt, dass du einfach alles bist für sie oder er. Diese Person spürt das und irgendetwas wird geschehen diese Woche, was euch weich machen wird. Also diese Person wird das versuchen, wird versuchen wollen, dich wirklich an in deiner tiefsten Emotionen zu berühren, so dass in dir wirklich die Sonne scheinen wird. So möchte diese Person auf dich zukommen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Person jetzt das Werkzeug wie hat und denkt sich jetzt, oha, jetzt weiß ich, was ich Löwe sagen muss, was ich hier auf den Tisch legen muss. Und ist natürlich schon eine sehr intensive Energie hier gerade. Was haben wir der Unterseite des Decks? Haben wir die Mäßigkeit? Ja, also hier scheint wirklich jemand
jemand wirklich, wie schon vorhin gesagt, diese Person hatte in der Vergangenheit einfach Ängste und hatte Ängste und hatte schlaflose Nächte, hatte vielleicht auch war handlungsunfähig, weil diese Person einfach auch aus einer Situation kommt, wo vielleicht aus einem Herzschmerz, aus einer Beziehung, wo Herzschmerz da war. Und deshalb war diese Person eigentlich auch daran, sich selbst zuerst zu heilen, ja. Also diese Person musste sich zuerst heilen und musste vielleicht auch ein bisschen Ordnung schaffen im eigenen Leben, vielleicht auch sich trennen und so. Und das war alles sehr kräftezehrend. Ja, das kann wirklich so der Grund sein, auch warum wahrscheinlich auch ein Stillstand da war zwischen euch. Wie geht's weiter? Es sind gleich zwei rausgefallen. Königin der Schwerter und der Gehängte. Ja, du wirst, lieber Löwe, hier ein bisschen aus deiner Ruhe gebracht werden. Es scheint mir so, wie wenn dir einfach diese Situation, du hattest diese Situation schon verleidet und du erwartest das überhaupt nicht, dass jetzt diese Person auf dich zukommen wird und das erwartest du wie gar nicht. Du wirst hier ein bisschen kalt reagieren und wirst auch wahrscheinlich nicht so gleich dich öffnen und locker lassen, weil du sehr wahrscheinlich irgendwie eine Enttäuschung erlebt hast und ja, und irgendwie jetzt an deinen Überzeugungen festhältst und ja, so spüre ich das einfach jetzt gerade hier. Ich weiß natürlich nicht so, was hier alles passiert ist. Ich habe hier auch die Königin der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass es könnte auch sein, dass es vielleicht ein bisschen eine Taktik ist von dir, dass du sehr wahrscheinlich schon Gefühle noch hast und Leidenschaft hast für diese Person. Und du hast auch wirklich für dich geschaut in der letzten Zeit. Du hast wirklich geschaut, dass du alles für dich machst, dass es dir wohl ist, dass du vielleicht hast du mehr Sport getrieben, vielleicht hast du auch mit Malen angefangen, Kreativität und auch so vielleicht neue Rezepte gekocht. Du hast einfach für dich geschaut, ja. Und eigentlich geht es dir gut und eigentlich bist du offen für die Leidenschaft und ich habe das Gefühl, lieber Löwe, dass du hier ein bisschen dein Gegenüber ein bisschen so warten lässt, ein bisschen so, das ist ein bisschen eine Taktik von dir. Also, du willst vielleicht dein Gegenüber noch wirklich noch einmal testen, ob diese Person es wirklich ernst meint oder nicht mit dir. Und das ist wie so ein Test für diese Person. Aber das ist nicht in Wirklichkeit gar nicht so, denn du hast Leidenschaft für diese Person. Mir ist jetzt auch gerade die drei der Stäbe heruntergefallen. Du hast schon viel nachgedacht über diese Beziehung. Du hast schon viel nachgedacht über eure Zukunft. Genau. Aber du tust jetzt ein bisschen noch kalt. Okay, kein Problem. Schauen wir weiter. Der Tod. Ja, also die wird natürlich sehr vieles bewusst werden, lieber Löwe, dass diese Situation jetzt wie neu beginnen kann, dass hier wirklich etwas
zwischen euch, was die Unstimmigkeiten war und alles, dass das jetzt wirklich fertig ist und dass diese Person eigentlich abgeschlossen hat mit der Vergangenheit. Also es kann sein, dass eine dritte Person dazwischen war und auch, dass du sehr eifersüchtig warst. Deshalb hast du einfach gesagt, nee, es ist fertig. Und ich spüre das einfach, ja, ich spüre, dass du da sehr eifersüchtig warst. Und diese Woche wird dir bewusst werden, lieber Löwe, dass es hier keinen Grund mehr gibt, zum eifersüchtig zu sein und auch keinen Grund mehr gibt, an das Alte zu denken. Denn du wirst spüren, dass diese Person also sich die wirklich verantwortlich wird und wirklich die Situation wieder gut machen möchte, also in jeder Hinsicht, ja. Genau, diese wollte sich noch zeigen. 9 der Münzen. Ja, ich denke, dass ihr beide eigentlich allein seid und Single seid, also auf jeden Fall kannst du hier davon ausgehen, dass diese Person niemand anderes hat und dass du dem vertrauen kannst, also auf jeden Fall. Genau. Was könnte ich hier noch nehmen? Eine Karte hier noch von diesem Deck. Gerne bitte noch eine Karte für den Löwen. Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Also ob jetzt diese Person vielleicht in einer Abhängigkeit war oder ob du vielleicht nicht ein Suchtverhalten, aber vielleicht, wie ich vorhin gesagt habe, könnte es sein, dass du in dieser Geschichte sehr eifersüchtig warst und sehr, sehr leidenschaftlich und sehr am Anfang vielleicht eurer Phase, die ihr hattet, vielleicht gleich alles wolltest und diese Person brauchte Zeit zum Nachkommen, zum sein Leben in Ordnung bringen und vielleicht ist alles ein bisschen schnell gelaufen. Und das könnte auch sein, dass du sehr wahrscheinlich jetzt dir bewusst werden wirst, dass es wichtig ist, auch diese Person nochmal eine Chance zu geben, zuzuhören und diese Person wirklich auf der Gefühlsebene wahrnehmen und auch dieser Person mehr und mehr zu vertrauen. Genau. Ja, das ist das, was ich für dich habe, lieber Löwe. Da bin ich mal gespannt, was auf dich zukommen wird. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche und ja, bis bald mal wieder. Tschüss.